ich begrüße Sie herzlich zu diesem dritten Einführungsvortrag zu der Reihe Bach 300 und wie Sie sehen können, Lieder, Libretto, Liturgie. Wir sind halt jetzt heute im Vortrag nicht direkt bei den Bach-Kantaten, sondern bei dem, was die Voraussetzung bildete gewissermaßen für die Kantaten. Und ich habe hier ein Werk mitgebracht, das mit dem heutigen Tag zu tun hat. Es erhob sich ein Streit. Festum Michaelis. Und damit sind wir gleich in medias res, denn Bach hat Festkantaten auch zu solchen Festen geschrieben, die wir heute kaum noch feiern und die wir mit der katholischen Kirche eher verbinden. Aber in der Zeit Bachs wurden diese Feste, auch die Marienfeste, das Johannesfest und Michaelis, noch begangen und immer mit einer für Festtage üblichen Instrumentation. Das wissen die Kenner unter Ihnen, die drei Trompeten, die Pauken, Oboen, Streicher. Das gehört zum Festtagsapparat. Und eben das Michaelisfest ist eines dieser mit besonders prächtigen Kantaten versehenen Festtage. Das ist eine Kantate nicht aus dem ersten Jahrgang, denn aus Bachs ersten Jahrgang haben wir keine Michaelis-Kantate mehr. Das weiß man nicht, welche da aufgeführt wurden. Deshalb habe ich jetzt eine aus dem dritten Jahrgang, einfach zur Demonstration. Ich komme noch öfter auf diese Kantate zurück. Ja, hier haben wir Aufzeichnungen eines Thomasküsters. Damals war der Küster nicht nur zum Saubermachen und zum Auf- und Zuschließen da, sondern es war in diesem Fall ein Theologe, der hat genau Aufzeichnungen gemacht aus dem Jahre 1716, hatte ein Buch angefangen, in der zu jedem besonderen Kirchentag der Ablauf notiert wurde, an was er denken musste, an was er wahrscheinlich den Pastor erinnern musste, was er noch mit dem Organisten und Kantor absprechen musste. Es ist ein ganz interessantes Buch, das sich hier in Leipzig befindet. Und Sie sehen hier das Michaelisfest, was er dazu schreibt, das wird gehalten wie am Johannesfest. Das heißt, nachmittags findet in der Vesper, wird vom Pulte nichts gelesen, es wird musiziert. Und immer wenn man in den historischen Fällen, in den historischen Quellen das Wort Musik oder musiziert findet, dann heißt es eigentlich, es ist eine Figuralmusik, also etwas mit Instrumenten und mit Chor größer aufgezogen ist. Das ist immer, wenn man Musik sieht, Musik damals auch mit C, dann weiß man das schon. Also das ist die Stelle, wo sonst eine Lesung stattfand und jetzt wird musiziert, danach noch ein Lied gesungen und dann bei der letzten Strophe geht der Pastor auf die Kanzel. Ja, wann waren überhaupt die Gottesdienste in St. Thomas und Nikolai, die beiden Hauptkirchen, in denen die erste Kantorei die große Kantate sang? Also 7 Uhr früh und dann die Vesper um 13 Uhr, in beiden Kirchen parallel. Sie können das links sehen, das ist sozusagen ein Buch, in dem Fremde und Einheimische sehen konnten in der Bachzeit, was wo los ist, wer wofür verantwortlich ist. Also da steht auch, dass der Kantor Bach heißt und der Organist etwas später Görner, das ist jetzt eine Edition aus den 30er Jahren. Also da weiß man, was in Leipzig wo los ist und wer wofür verantwortlich ist. Und Sie sehen, jeden Tag ist Gottesdienst auf die eine oder andere Art. Und dann steht da unten was, Kirchenmusik wieder ist wechselweise. In St. Thomas Nikolai. Das heißt auf Deutsch, jeden Sonntag, Festtag ist um 7 Uhr und um 13 Uhr Kantatenzeit. Eben 7 Uhr St. Thomas, dann ist 13 Uhr St. Nikolai und umgekehrt. Also ein ziemlich harter Tag, sowohl für Bach als auch für die Thomaner. Das nur die äußeren Umstände. So. Wir haben natürlich im Zentrum ist die Komposition Bachs, die Kantate. Die wird in Form und Struktur ist die unterschiedlich, in Länge auch, musikalische Umsetzung der Worte, wir sprechen von musikalischer Rhetorik,
All dies ist heute nicht mein Thema, sondern das Thema ist eingebettet in die Frage, worauf basiert die Musik? Das ist das Kantatenlibretto. Und da kann man sagen, das ist geistliche Gebrauchslyrik. Manchmal steht auch an erster Stelle eine weltliche Kantate und irgendjemand hat diese Komposition, die schon in Bachs Musik bestand, dann umgedichtet zu etwas Geistlichem. Also da wurden auch Textbausteine verwendet und viel wurde wiederverwertet. Dann ist natürlich die Bibel wichtig für die Komposition und die dogmatische Lehre, was dahinter steht. Also oft werden Bibelzitate gebracht und es gibt Auslegungstraditionen. Und natürlich generell, wir sprechen von barocker Lyrik, die hat so ihre Eigenarten. Viele finden das schwulstig heutzutage in der Wortwahl, im Bildprogramm, in der Metaphorik. Und das Vierte, was eine Kantate bestimmt außerhalb des Musikalischen, sind halt die kirchlichen Traditionen. In diesem Fall, was war in Leipzig also normal, in Anführungsstrichen? Und wie wurde das Kirchenjahr gefeiert? Eben mit sowas wie Michaelis noch oder den Marienfesten. Wie war überhaupt der Gottesdienstablauf? Welche Rolle spielt die Kantate im Zusammenspiel zwischen Lesungen und Liedern und der Predigt? Bei der Komposition nenne ich nur kurz Eigenheiten, auf die ich heute nicht eingehe. Länge, zum Beispiel die Michaelis-Kantate, die Sie eben gesehen haben, haben 7 Sätze. Die Standardform bei Bach ist eigentlich 5- bis 7-sätzig. Und die Struktur der Kantate, Chöre, Arien, Rezitative, Choral. Es gibt Zwischenformen, es gibt kombinierte Formen, es kann solistisch sein, es kann dialogisch sein, es kann chorisch sein. Alles ist bei Bach möglich, es gibt nicht die Standardform. Und dann ist natürlich die musikalische Rhetorik, zeigt sich in mehrdeutigen Wort-Ton-Beziehungen, in abwechslungsreicher Symbolik der Instrumentation und bei den Vokalstimmen, bei der Lage der Vokalstimme kann man auch sagen, dass es bedeutungsaufgeladen ist. Also im Alt sind oft Passagen, die die Seele betreffen. Also um das geht es alles nicht, sondern ich konzentriere mich auf diese beiden Aspekte. Das Libretto und die Tradition, das heißt der Gottesdienstablauf ganz konkret. Beginnen wir mit den Liedern. Ja, was weiß man überhaupt? Was sind Hauptlieder des Gottesdienstes? Heutzutage ist es so, ich selber bin Kirchenmusikerin und ich weiß, es gibt das Hauptlied und das findet immer statt und das darf man eigentlich nicht verändern. Das ist das Graduallied, das hat eine jahrhundertelange Tradition und in diesem Fall findet man diese Hauptlieder in den Leipziger Kirchenandachten, ein zur Bachzeit schon sehr altes Buch, 30 Jahre schon, als er kommt nach Leipzig. Und Sie finden hier zum Beispiel Osterfest, erster Ostertag, 3 Lieder aus der Reformationszeit, beziehungsweise noch älter, wie Christus erstanden, was Luther dann umgearbeitet hat. Und der zweite Ostertag eben auch mit Liedern aus der Reformationszeit. 2 sind jeweils das Wochenlied, was Sie sehen können. Und das wird in den Leipziger Kirchenandachten eben beschrieben, was die Hauptlieder sind. In den Gesangbüchern der Bachzeit findet man keine Spezifizierung, was die Hauptlieder sind. Also man muss da schon auf so ein älteres Vademecum zurückgehen. Jetzt gehen wir zu einer Kantate, die wir heute Abend hören werden. Eine Kantate zum 15. Sonntag nach Trinitatis, Was betrübst du dich, mein Herz? Und ich habe hier aus dem Autograph die erste Seite mitgebracht und Sie sehen, das ist ein Hauptlied. Ein Hauptlied, was in den Leipziger Kirchenandachten eben erwähnt wird. Und Bach schreibt im ersten Jahrgang über dieses Hauptlied eine Kantate, die beginnt gleich mit dieser Liedzeile. Und wenn Sie mal diesen Kantatentext sehen. Ich habe fett abgedruckt, wo jeweils genau dieser Choraltext verwendet wird. Also man kann im ersten Jahrgang schon von Choralkantaten sprechen, die sind aber noch nicht in der Art der Kantaten, die dann im nächsten Jahr vorkommen. Aber fett sehen Sie, dass immer ein Stück aus dem Choral
wiederkommt. Ich habe da nur grün markiert, wo der Text etwas abweicht von der Liedfassung. Und am Ende ist eben nochmal der Schlusschoral auch aus dieser Kantate. Und jetzt sehen wir den Schlusschoral und der ist eingebettet, nicht wie dieser traditionelle Bachsche Schlusschoral, einfach vierstimmig mit so Zwischennoten, die ein bisschen die Komposition etwas kunstvoller machen, sondern er ist eingebettet in einen größer, komplexeren Instrumentalsatz, in grün hier markiert und hat die Continuo-Stimme, also was die Orgel spielt, was der Violone spielt und das Cello. Das ist nicht die Stimme vom Vokalbass, sondern eine ausgefeilte, obligate Continuo-Stimme. Und das ist ein wunderbarer Satz, Sie werden ihn heute Abend noch hören. Und diese Art eines komplexeren Choralsatzes, das ist etwas, was in Leipzig Tradition hatte. Jetzt bin ich beim Thema Leipziger spezifische Tradition. Also bei Kuhnau findet man diese Art auch und bei Schelle. Choräle sind eingebettet in einen größeren, wir nennen das dann obligaten, also selbstständigen Instrumentalsatz. Das macht Bach nachher fast gar nicht mehr, aber im ersten Jahrgang hält er sich sozusagen noch an diese Leipziger Tradition. Hier sehen wir ein anderes Beispiel, das ist seine Antrittsmusik, Bachs Antrittsmusik in Leipzig vom Mai 1723, genau das gleiche Prinzip. Was Gott tut, das ist wohlgetan, ist der Choral. Und Sie sehen den in Blau hier den einfachen Choralsatz und dann oben drüber in 16. den schönen obligaten Satz der Streicher. Ja, was ist denn nun in solchen Fällen mit der Gemeinde? Man weiß von vielen Orten, dass Kantaten zum Mitsingen auch waren, sobald der Choral erklang. Und in diesem Fall, also bei Bach, haben wir keinerlei Belege dazu und es ist auch relativ unwahrscheinlich, weil der Satz oft viel komplexer ist. Wenn man den zum Beispiel mit Telemannschen Chorälen vergleicht, die am Ende stehen, dann ist das der einfache Kantonalsatz. Und man kann sich oft sehr gut vorstellen, dass die Gemeinde einfach eingestimmt hat in diese bekannte Melodie. Auch wenn die oft sehr hoch ist, auch bei Telemann, bei Bach auch. Aber bei Telemann ist in vielen Kantaten Textdrucken, findet man dann die Liednummer. Das heißt, ich kann dann in meinem entsprechenden Gesangbuch nachschlagen und mit einstimmen, wenn ich die Melodie kenne. Bei Bach kommt sowas nicht vor. Wir haben in den erhaltenen Textdrucken keine Liednummern. Also das spricht dann auch schon mal dagegen, dass das gleich zitiert wurde nach den üblichen Gesangbüchern. Ja, man hat in Leipzig eigentlich verschiedene Gesangbücher gehabt. Man kann nicht sagen, dass es ein Gesangbuch gibt, was das Standardgesangbuch ist, so wie es heute wäre, sondern das auf jeden Fall Wichtigste war das privilegierte, ordentliche und vermehrte dresdnische Gesangbuch. Es gibt nur eine einzige Kantate, die ein Hauptlied enthält, das nicht im dresdnischen Gesangbuch ist. Ansonsten findet man alle Lieder da drin und das ist bei anderen Gesangbüchern, es gibt auch noch Leipziger Gesangbücher verschiedener Art. Also da lief immer ganz viel parallel, wie das genau funktionierte. Es war nicht so, dass am Eingang jemand war, der Gesangbücher austeilte, so wie es heute ist, und dann hatte man einheitliches. Man hatte das selber und es war sehr kleinformatig, sehr dick und umfasste nur in der Regel eben nur die Texte. Es gibt einige Ausnahmen von früheren Gesangbüchern oder an anderen Orten, die auch Melodien haben. Und das berühmteste zur Bachzeit ist natürlich das Schmelli-Gesangbuch, wo Bach eben auch Melodien oder Sätze beigesteuert hat. Aber die Leipziger und Dresdner sind in der Zeit ohne. Kommen wir zum zweiten Teil, das Libretto. Ich beginne mit Beobachtung, weil das Thema Libretto ist wirklich schwierig und es ist ein echtes Forschungsdesiderat, dem wir uns heute auch am Bacharchiv widmen. Vor 2 Monaten hat der Kollege Bernd Koska hierzu ein
ein Kurzreferat gehalten und hat schon auch aus seinen Forschungen etwas berichtet. Wir beide haben das Thema Libretto auch auf unserer Agenda sozusagen, weil es wirklich nicht gerade ausgeforscht ist. Ich bringe neutrale Beobachtungen. Die meisten Dichter kennt man noch immer nicht. Und man kann nicht annehmen, dass es Leipziger Amtstheologen waren, also Pastoren der Thomas- oder der Nikolaikirche. Kein Name ist dazu belegbar. Und das Besondere, er lässt sich doch Kantatentexte gern direkt auf den Leib zuschneidern und benutzt nicht so gerne Texte, die schon in gedruckten Kantatenzyklen vorliegen. Zum Beispiel Picander macht ihm Parodien zu schon bekannten Werken. Und wenn Bach, aber das kommt eher selten vor, Texte aus bereits gedruckten Zyklen nimmt, dann werden sie oft vorher umgearbeitet. Dazu hat er dann vielleicht auch einen geschulten Theologen. Und manchmal tut er das offenbar auch selbst, das Umarbeiten. Da sind die Texte von Christiane Marianne von Ziegler Belege dafür. Und offenbar legt Bach Wert, Dichtung inhaltlich und formal selber mitzubestimmen. Zum Beispiel findet man, wenn man was vorher gedruckt findet, einen anderen Schlusschoral bei Bach zum Beispiel. Oder er streicht Worte oder Sätze. Und formal ist er völlig flexibel. Es gibt, ich habe es schon gesagt, keine Standardform, sondern er zeigt sich gerne als Experimentator geradezu. Liedtexte von Martin Luther und allgemein aus der Reformationszeit werden bevorzugt von Bach. Beziehungsweise sie nehmen eine wichtige Stellung ein und je älter er wird, desto weniger greift er zurück auf zeitgenössische Lyrik, sondern greift zurück auf Reformationslieder. Und da gibt es einige Kantaten, BWV 14 zum Beispiel, da ist die ganze Kantate ist ein Lied von Luther. Und sei es Rezitativ oder Arie, das ist nur das Lutherlied. Also da zeigt sich eine gewisse Tendenz. Das sind meine Beobachtungen. Geistliche Zensur ist noch ein Extrathema. Irgendjemand muss auch von der Kirchenseite gesagt haben, Bach, hier gehst du zu weit. Dieser Passionstext, der geht irgendwie nicht. Nimm das nicht. Aber wir wissen überhaupt nicht, wer genau das war und wie da der Rhythmus war, wann da was vorgelegt werden musste. Das ist unbekannt. Ein Kurzdurchgang durch Bachs identifizierte Textdichter. Ich habe nur mal die genannt, die mehr als ein bis zwei Texte geschrieben haben. Also ein Weimarer Dichter, dann der berühmte Neumeister, der vor allen Dingen für Telemann geschrieben hat. Dann der Menantes, der in Hamburg und Halle tätig war und als Bach in Köthen war, hat er ihm einige Texte geschrieben. Und Lehms, der war Schriftsteller in Darmstadt und hat seine Texte in Zyklen vorgelegt. Und Bach hat einen besessen, aus dem er immer mal wieder was genommen hat. Dann ein von mir entdeckter Theologe, der Student in Leipzig war. Und dann der berühmte Picander und die Frau Ziegler, zwei Leipziger Gewächse sozusagen. Und Picander mit mindestens 35 Libretti, das ist eben derjenige, den wir am besten als Textdichter kennen. Ja, unbekannt, die Textdichter des ersten Jahrgangs, das sind circa 72 Libretti ab Trinitatis 1723, und 16 sind bereits in Weimar oder in Köthen komponiert worden. Zu 4 bis 5 benötigte Bach einen Parodiedichter, da weltliche Köthener Libretti vorlagen. Und man kann wirklich sagen, es sind die Textdichter und nicht nur einer. Die sind von so unterschiedlicher poetischer Qualität, dass man sie nicht einem in die Schuhe schieben kann sozusagen. Und formal ist der Jahrgang so unterschiedlich, dass man eben mehrere Handschriften auch in dieser Hinsicht namhaft machen kann. Bloß man kennt nicht die Namen so.
bei all diesem ist eine enge Zusammenarbeit mit Bach sehr wahrscheinlich. Und die Forschungsfrage ist, wer vermittelte Bach eigentlich Textdichter, als er frisch nach Leipzig kam? Wie funktioniert das überhaupt, dass er an die geeigneten Textdichter kommt? Arbeitshypothese bei uns im Haus, es sind Studenten der Theologie oder junge Magister der Theologie, die hier mit Bach zusammenarbeiten. Kommen wir mal zu den Kantaten des ersten Jahrgangs, die schon in Weimar entstanden sind. Sie sehen einen Block in der Trinitatiszeit, dann Advent, erster Weihnachtstag Epiphanias, Weihnachtszeit, und dann kommt schon die Zeit, in der Passionszeit und Ostern und dann nochmal kurz vor Pfingsten und Pfingsten. Das sind Kantaten, die sind in Weimar schon entstanden und er arbeitet sie etwas um für Leipziger Zwecke. Zum Beispiel wird noch ein Choral angehängt oder es wird die Instrumentation verändert. Manche bleiben aber komplett, wie sie schon in Weimar waren. Und dann gibt es Köthener Kantaten, das ist komplexer. Noch zwei Osterkantaten und die waren zunächst etwas Weltliches. Also hier brauchte er Parodiedichter, die sowas können. Und hier haben wir am Ende noch Pfingsten, fällt auf. Pfingsten und Ostern hatte Bach überhaupt keine Zeit, sich um neue Kantaten zu kümmern. Sie können sich vorstellen, kurz vor Ostern war natürlich Karfreitag und da hatte er alle Hände voll zu tun mit der großen Passion. Und fällt es immer wieder auf, dass Ostern und Pfingsten vielfach Wiederverwertung stattfindet. Unbekannt, jetzt kommt der zweite Jahrgang. Das sind nun ausschließlich Choralkantaten, 40 Libretti erhalten. Und wir wissen nicht, warum der Jahrgang letztlich nicht zu Ende gestellt wurde. Und da ist eben alles auf der Choralbasis. Die erste Strophe ist oft ein Hauptlied und auch Anklänge desselben Liedes finden sich in allen anderen Sätzen. Schlusschoral natürlich die Strophe aus dem Lied und dann gibt es Instrumentalzitate aus demselben Lied in Rezitativen und Arien. Also alles wird ausgeschöpft, die ganze Bandbreite choraler Möglichkeiten sieht man in den Choralkantaten. Weswegen die ja auch noch heute ein Zentrum des Bachschen Schaffens als Zentrum des Bachschen Schaffens gesehen werden, weil so ein einheitliches Prinzip ausformuliert ist. Auch hier ist natürlich wieder eine enge Zusammenarbeit mit Bach sehr wahrscheinlich. Aber auch hier kennen wir nicht den Namen. So, gehen wir mal in ein Beispiel aus dem ersten Jahrgang. O Ewigkeit, du Donnerwort, eine Dialogkantate zwischen der Furcht, einem Alt, und der Hoffnung, einem Tenor. Ich habe nur einige Sachen in Gelb markiert, wo nicht ganz Hochdeutsch ist. Die Hoffnung ganz zu Boden, selig sind die Toten. Im Sächsischen ist das ein Reim, aber ganz Hochdeutsch ist es nicht. Oder der Leib wird ja der Würmer Speise und dann, da ich ein Kind des Todes heiße, ist auch nicht ganz Hochdeutsch. Das findet man nicht häufig in Bach-Kantaten, aber in dieser Kantate fällt es auf und da gibt es noch ein paar, wo ich sagen würde, insgesamt ist das keine hohe Qualität vom poetischen oder germanistischen Standpunkt aus und das sind so einige Zeichen dafür. Die Bildwahl ist auch nicht sehr, sehr gut. Also da ist jemand, den Bach wahrscheinlich nicht sehr häufig noch verwendet in diesem Jahrgang, weil das irgendwie keine so sehr guten Reime sind. Hier haben wir zwei andere Kantaten, BWV 109 und 73. Da findet man gleiche Reimstruktur. Die erste Zeile einer Arie ist ohne und dann gibt es einen umarmenden Reim, so habe ich es früher im Unterricht gelernt, im Deutschunterricht. Das sind Auffälligkeiten und auf diesem Wege würde ich jetzt eigentlich weiter forschen, solche Gruppen zu bilden und dann zu überlegen, was steht dahinter vielleicht für eine Person, welche Erfahrung bringt die schon mit poetischen Texten und dann wäre eben vielleicht die Möglichkeit, damit auch Namen zu verbinden. Aber das ist, wie gesagt, noch Zukunftsmusik.
So, ich komme zum letzten Mini-Kapitel, Liturgie. Hier haben wir eine berühmte Seite, die Bach selber geschrieben hat, nämlich für den ersten Advent in seinem ersten Leipziger Jahr schreibt er in seinem Autograph der Adventskantate, wie die Anordnung des Gottesdienstes im Frühgottesdienst am ersten Advent ist. Und ich habe mal rechts das übertragen, die Aufgaben des Organisten und Aufgaben des Chores. Denn man kann gar nicht genau sagen, für wen er eigentlich diese Zusammenstellung gemacht hat. Also, ich habe mal in so rosa Aufgaben des Organisten, rechts Aufgaben des Chores in grün. Also, es findet eine Motette statt und dazu präludiert der Organist. Also, es fängt ein Stück, eine Motette fängt nicht an damit, dass jemand die vier Töne angibt einer vierstimmigen Motette, sondern der Organist spielt eine Einleitung dazu. Das ist die normale Aufführungspraxis und der Organist begleitet dann auch die Motette. Das sind aber keine Motetten, die Bach selber komponiert hat, sondern in den Leipziger Kirchenandachten, die wir eben schon gesehen haben, steht immer, welche Motette der Regelfall ist. Das zeige ich gleich noch. Das werden halt alte Motetten des 17. Jahrhunderts vor allen Dingen musiziert. Dann gibt es das Kyrie. So ganz musiziert wird am ersten Advent. Das heißt, es wird nicht einfach ein liturgisches Kyrie gesungen, sondern es wird eine Komposition aufgeführt und wieder präludiert der Organist dazu. Dann wird etwas vor dem Altar, ein Kollektengebet nehme ich an, dann kommt die Epistel und da wir in der Passionszeit im Advent sind, kommt die Litanei. Und dann gibt es das Hauptlied, das ist der Choral. Und der Organist spielt wieder ein Präludium dazu. Aber das ist Leipziger Spezialtradition. In dieser Zeit begleitet der Organist nicht den Gemeindegesang. Für uns fast unvorstellbar, warum denn nicht? Aber da gibt es viele zeitgenössische Begründungen dafür. Zum Beispiel eine ist, jeder hat ein unterschiedliches Gesangbuch. Man weiß nicht genau, das ist auch eine Zeit, wo man noch nicht Nummern antafelt. Also Sie müssen sich das ein bisschen als durcheinander vorstellen, das Gesangsmäßige der Gemeinde. Also ist es wichtig, dass es einen Vorsänger gibt, der sehr stark skandiert, der fängt mit einer Zeile an und dann stimmen alle ein und müssen genau den Text gehört haben. Oft haben Gesangbuchlieder 20 Strophen. Man muss dann wissen, welche Strophe dran ist und wo wir gerade sind und dass man auch die richtige Nummer aufgeschlagen hat. Und dann sind historische Begründungen, ja, wenn die Orgel mitspielt, dann höre ich ja überhaupt nicht den Text. Also das sind so aus der Begründungsvielfalt, warum damals Orgel noch nicht mitspielen, ist das ein Argument. Ja, was kommt dann? Dann kommt das Evangelium, das wird verlesen. Und jetzt kommt das, was uns interessiert, das wird hier die Hauptmusik genannt. Also die Kantate ist die Hauptmusik und darauf gibt es wieder ein Präludium. Also der Organist hat sehr viel zu tun. Der Organist, der an der großen Orgel sitzt, der spielt das Präludium zur Kantate und in der Kantate spielt er an der großen Orgel die Continuo-Stimme. Also, und man weiß nicht genau, es gibt zweiteilige Kantaten, gerade die ersten Kantaten von Bach in Leipzig sind zweiteilig, wird hier erst nur die erste Kantate musiziert und nachher während des Abendmahls die zweite Hälfte. Das sind Sachen, die sind einfach nicht endgültig herauszufinden, weil einfach die... Also wenn eine Kantate nur 5 Sätze hat, ist anzunehmen, dass alle 5 Sätze auf einen Schwung direkt nach dem Evangelium kamen. Dann kommt der Glaube, das ist das Glaubensbekenntnis natürlich, die Predigt. Und dann, während noch der Pastor auf der Kanzel steht, wird eine Liedstrophe gesungen. Und jetzt habe ich was ausgelassen, dann kommt das Abendmahl, die Kommunion. Und Nummer 14 schreibt Bach am ersten Advent, jetzt kommt wieder eine Musik. Und der Organist hat ein Präludium dazu zu musizieren. Also entweder ist es der zweite Teil der Kantate oder eine andere Kantate oder ein Teil aus der Kantate. Sowas kann man sehr schwer sagen, denn wir haben von Bach diesen Ablauf nur, zwar zweimal, aber beides Mal geht es um den ersten Advent. Also wir haben zweimal den gleichen Ablauf von Bachs eigener Hand.
Und der besagte Thomas Küster schreibt über normale Gottesdienste eigentlich nicht, wie der Ablauf ist, sondern nur bei Besonderheiten. Und Sie merken hier, unter der Musikkantate zweiter Teil steht, während des Abendmahls haben dann wechselweise Präludien, also der Organist improvisiert oder spielt Stücke, und dazwischen immer ein Choral. Also das wechselt sich ab, bis das Ganze, bis die Kommunion zu Ende, et sic porro, das heißt, und immer sofort. Und am Ende steht wahrscheinlich ein Postludium, das schreibt jetzt Bach nicht. Das war ungefähr der Standardablauf mit einigen Besonderheiten des ersten Advents. Und hier kommen wir nochmal zu den Leipziger Kirchenandachten. Hier steht halt, welche Motette jeweils an dem Sonntag dran ist. Hier erster Advent. Das sind 6 Möglichkeiten und von Jacobus Gallus eine 6-stimmige, von Nikolaus Sangius eine 8-stimmige, von Demantius was und so weiter. Verschiedene Titel und es wird sogar eben die Nummer und der Band genannt, da oben in dem Band. Also man weiß einfach Standard, was für eine Motette an welchem Tag kommen kann. Hier ist die Motette zum 15. Sonntag nach Trinitatis, die wir heute hören. Die, was, warum betrübst du dich, mein Herz? Dazu gehört die Motette Querite Primum von Calvisius oder eine Komposition von Sangius. Also das war eben auch die Motette, für die Bach auch mit zuständig war, wenn nicht der Präfekt die einfach dirigiert hat. Also hier haben wir nochmal die Gottesdienstordnung links, die Sie eben schon gesehen haben. Und der Thomas Küster hat für einige andere besondere Sonntage, Palmsonntag, Ostertag, hat er auch mal aufgeschrieben, wie die Liturgie ist, wie die Reihenfolge der Stücke. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter genau ein, aber Sie merken schon, dadurch, dass ich hier so Tabellenstrukturen habe und irgendwie sage, so ganz genau weiß ich es nicht, es ist wirklich cum grano salis nur zu nehmen. Es gibt nicht die Ordnung der Bachzeit. Also selbst wenn hier beim Bachfest Gottesdienst in der Ordnung der Bachzeit, ganz so einfach kann man sich's nicht machen. Das ist was, was hier mal etabliert wurde, sozusagen historisierend, aber man weiß es nicht ganz genau. Und ganz besonders ist wirklich, dass wie heute auch jede Gemeinde, jeder Pastor seine Spezialitäten hatte. Und das sind sicher nur etwas grobe Vorlagen. Hier sehen Sie mal Thomas Küster Rost. In der Zeit, wo Kuhnau noch Kantor war, sagt er dann, also der Priester geht von der Kanzel, es wird gesungen, Herr Jesu Christ sich zu uns wendet, und der Priester ist hier der Administrator, nimmt das grüne Chorhemd und Messgewand. Wenn die Einsetzungsworte gesprochen sind, so orgelt der Organist ein wenig und dann singen sie bisweilen eine Motette, als dann werden ferner nur Lieder gesungen. Also Sie merken, da ist Spielraum, wie was abläuft. Also im Prinzip wie heute auch noch. So, ein letztes Beispiel. Jetzt geht es zum Evangelium. Das Evangelium steht ja genau vor der Kantate. Am 15. Sonntag nach Trinitatis, wir haben das Beispiel schon gehabt, ist es das, dass man sich nicht sorgen soll. Das Generalthema, ne? Denn der himmlische Vater sorgt ja für die Vögel und ihr müsst euch auch nicht sorgen. Ich fasse zusammen. Hier haben wir die gleiche Kantate und Sie sehen, wie das Evangelium sich auf die verschiedenen Sätze verteilt, auf das Rezitativ in Nummer 1, auf das Rezitativ in Nummer 3 und so weiter. Ich habe es nur mal kurz markiert, wie es verknüpft, das Evangelium und eben Choral, auf diese spezifische Art und Weise, die in der Bachkantate so klar ist. Hier haben wir ein anderes Beispiel, die Michaeliskantate, mit der wir angefangen haben. Es erhob sich ein Streit. Hier eine Illustration aus der revidierten Lutherbibel von 1545. Das ist die berühmte Geschichte, der Erzengel Michael streitet mit dem Drachen. Und hier der Wortlaut der Lutherbibel ist, es erhob sich ein Streit im Himmel, Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen. Das ist natürlich kein Evangelium, sondern das ist ein Text aus der Offenbarung des Johannes, ganz am Ende des Neuen Testaments. Und das wird natürlich als Epistel gelesen. Also es gibt
Kantaten, die beziehen sich auf das Evangelium und das ist die Mehrheit, die absolute Mehrheit. Und es gibt welche, die beziehen sich stärker auf die Epistellesung. Und das ist so ein Beispiel. Hier haben wir, es erhob sich ein Streit, die rasende Schlange, der höllische Drache stürmt wieder den Himmel mit wütender Rache, aber Michael bezwingt. Also eigentlich ist das eine Beschreibung, was gerade vor sich geht. Ne? Und das haben wir genau in der Offenbarung. Unten haben Sie den Wortlaut aus der Lutherbibel. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Also Bach zitiert ganz wörtlich die Epistel und es ist ein sehr dramatisches Geschehen da. Heutzutage in der Lutherbibel heißt es, und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Aber das ist ein anderes Problem, dass die alten Luther-Übersetzungen kerniger sind und Bach natürlich die verwendet hat, weil in seiner Zeit noch fast der originale Luther-Text eben verwendet wurde. Ja, hier eine Illustration eben aus dieser 1545er revidierten Luther-Bibel und Sie sehen, das ist ein sehr dramatisches Bild. Und alle solche Sachen, mit denen ich hier operiere, können Sie eigentlich selber zu Hause auch zum großen Teil sich anschauen. Und wir haben dazu, das ist jetzt Werbung in eigener Sache, eine Homepage, die wir seit 14 Jahren schon pflegen und täglich dafür sorgen, dass die Daten möglichst stimmen. Das ist Bach Digital. Und dieses Jahr haben wir eine etwas vereinfachte Version. Und da können Sie auch die ganzen Textdrucke, die Texte, die heute musiziert werden, einfach online sich anschauen. Und das macht das Rechenzentrum der Uni Leipzig für uns, mit uns, die Staatsbibliothek zu Berlin. Die hat die meisten Autographen von Bach. Und die SLUB in Dresden ist auch im Team. Also das sind so Sachen, die wir als Serviceleistung für sehr interessierte Bach-Liebhaber und Musiker ins Netz stellen mittlerweile. Ist da sehr viel zusammengekommen und man kann zum Beispiel Erstdrucke der Lieder, die Bach verwendet, auch im Original sehen. Das hat man nirgendwo sonst so zusammen. Und Sie können die wunderschönen Bach-Autographen sich anschauen und zum Beispiel sehen bei dem einen Choral, wie viele Korrekturen einfach sichtbar sind. Und das war jetzt nun mein erster Teil, Generalthema. Ich übergebe an meine Kollegin, Frau Hausmann, die jetzt die Werkeinführung für die heutigen Kantaten übernimmt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.